Auftrag, das Objekt zu bewegen, bestätigt. Das machen wir dann immer zwischendurch mal wieder, solange bis der Raum leer ist. Das Objekt wird in und dann wird er da oben gesprengt. Damit wir hier nicht so viele verschiedene Korridore haben. So, keine Sensorplatten da. Und trotzdem wurde sie anscheinend ausgelöst, sonst wäre sie nicht hochgefahren. Oh, und da stirbt einer. Ja, sehr schön. 13.265. Ah. Der wäre fast auch reingetappt, aber irgendwie hat es nicht geklappt. 13.265. Oh, unserer stirbt auch. Und es gibt kein Geld. Das ist komisch. Also die Fallen sind echt übel, aber ein wenig zu übel, weil unsere Leute auch dran sterben. Aber wir haben gelernt, die Fallen werden ausgelöst, auch wenn keine Druckplatten da sind. Die Druckplatten sind wahrscheinlich für etwas kompliziertere Fallen gedacht. Hm. Oh, noch mehr Ermittler. Sehr schön. Guck mal, da ist ein Leichensack. Stell dich doch mal drauf. Also ja, das mit der Vierertür klappt echt sehr gut. Genau, fotografier das. Und stirb dabei. Oh, und zwei von unseren auch. Also ja, das ist effektiv, aber ich denke, wir produzieren nicht schnell genug Bedienstete, um das Ganze irgendwie auszugleichen. Wie machen wir das? Na komm, wir lassen es erstmal so, wie es ist und hoffen einfach, dass wir schnell genug Bedienstete bekommen. Es sind ja alles nur diese ganz einfachen Leute. Und wir beeilen uns einfach mit dem Rumschieben von den ganzen Schränken. Und dann ist gut. Dann wird das da oben gesprengt und es gibt nur einen Weg, den sie gehen können. Bewegen. Dahin. So. Da nicht, da schon. So, was sagt die Weltkarte? Die Weltkarte sagt, oh. Weltkarte sagt, die sind tot. Die da haben ihre Ruhe. Drei Sicherheit. Da können wir mal ein paar hinschicken. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Also ja, wir verlieren momentan sehr viele Bedienstete. Gerade durch die Falle da. Komm, die setzen wir jetzt mal um. Du gehst bitte dahin. Und wie machen wir das? Wir können jetzt die obere Tür interessant machen. Und es gibt später keine obere Tür. Wir nehmen später die Tür hier weg. Können wir die bewegen? Ja, wir bewegen jetzt die Tür dahin. Dann kommen alle hier rein und kommen alle an der Tür vorbei. Und die Tür muss dann für den entsprechenden Agenten einfach nur interessant genug sein. Ja, das kriegen wir hin. So, bewegen, bewegen, bewegen. Auch wenn ich jetzt schon fast zu ungeduldig bin und den ganzen Raum sprengen will, samt den ganzen Sachen drin. Aber das wäre einfach nur Geldverschwendung. So, alle einfach runter. Dann ist gut. Unsere Goldkammer ist immer noch ziemlich leer und die Leute kippen reihenweise um. Wir brauchen Aufenthaltsraum. Führt nichts dran rum. Hier. Aufenthaltsraum. So. Zugang. Weiter. Wir hätten gerne einen Getränkautomat. Und eine Tischtennisplatte. Und das war's. So. Der Bau des Raums geht weiter und das Spindeverschieben geht weiter. Ist ja nicht mehr viel. Also ja, wenn ich jetzt neu anfangen würde, womit ich immer noch spiele gedanklich, weil ich das Ganze lieber ein bisschen kompakter hätte. Oh, ich sollte nicht so viel auf einmal verschieben. Ja, also wenn ich neu anfangen würde,
Dann würde ich auf jeden Fall von vornherein erstmal nur 3 Betten bauen und ganz viele Spinde. Die ganzen anderen Räume gar nicht mal so sehr ausbauen, wie wir es jetzt gemacht haben. Und dann haben wir sehr viele Bedienstete und können erstmal ordentlich Geld verdienen. Und danach können wir dann rangehen und die anderen Räume bauen. Zum Beispiel das hier, das ist vollkommen übertrieben. 2 Speicherbänke hätten erstmal genügt, sobald ich weiß, welches Land welche Zahlen hat. Die Hälfte hätten wir wegschneiden können. Und die Pulte hätte ich wahrscheinlich auch anders hingestellt. Und zwar so, dass alle in seinem Bereich sind. Also hier noch eine Bank mit den Stühlen auf der Seite. Und das hätte dann auch erstmal gereicht. So. Noch einer, der umkippt. So, wie viele Spinde haben wir noch? 1. Auftrag, das Objekt zu bewegen, bestätigt. 2, 3, 4. Das sind doch noch ein paar mehr. Ah, wir sollten nicht zu nah an die Betten daran gehen. Da wollte ich ja eigentlich noch welche hinstellen. Weltkarte sagt, wir haben 2200 Einkommen. Wir haben da 3 und da 4. Das ist das teure Land gewesen mit der hohen Sicherheit. Also nehmen wir da jetzt mal einen weg und suchen uns jetzt irgendein anderes Billigland. Wie zum Beispiel da. 2-2. Und da schicken wir noch 3 Jungs hin. So. Achtung, so viele Bedienstete können nicht untergebracht werden. So, das reicht. Du noch. Auftrag, das Objekt zu bewegen, bestätigt. Und ich glaube, den Rest lasse ich jetzt einfach mal drin. Nur um zu testen, ob die Räume, quasi die Gegenstände wirklich mitgesprengt werden oder nicht. Oh, warum? Warum hat die einen Fangentag bekommen? Ich habe gar nichts gemacht. Und wo läufst du hin? Die Druckplatten sind immer noch mit der Falle verbunden. Ja, die sollten wir dann wahrscheinlich auch. Können wir die irgendwie deaktivieren? Auftrag, das Objekt zu bewegen, bestätigt. Ne, müssen wir so. So, jetzt wird die verschoben und wir haben sie vorher noch verändert. Sie will in den Forschungsraum da rein. Wo ist Kane? Kane, du... Hast sie gefangen genommen? Okay. Danach musst du sie umbringen, weil sie hat auch schon zu viel gesehen. Vor allem hat sie gesehen, wie du die da umgebracht hast. Zack. Sehr gut. Ach du gute Güte. Du bist nicht mehr verbunden. Du bist nicht mehr verbunden. Du bist nicht mehr verbunden. So. Ja. Also, ich wollte den Raum hier oben sprengen, mit Spinden noch drin, um zu gucken, ob die Gegenstände wirklich kaputt gehen oder nicht. Also, sprengen, ja. Der Abriss des Raums wurde in Auftrag gegeben. So, die Dinger. Ich würde die gerne irgendwo einlagern. Das Objekt wird packen wir die einfach alle dahin. Dahin, Auftrag dahin. Das Objekt zu bewegen bestätigt. Das Objekt so. Was machst du? Du läufst einfach nur durch. Achtung, so viele Bedienstete können nicht untergebracht werden. Jo, jetzt haben wir nicht genug Spinde, also müssen wir hier neue bauen. Bauen. So. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. So. 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 Objektkauf wurde in Auftrag so. Gegeben. Kriegen wir da noch eine Reihe hin? Das Objekt wurde nicht wirklich. Aber das müsste so eigentlich erstmal reichen. Die Sachen werden auch gebaut, sehr schön. Und der Raum ist einfach nur weg. Super. Da können wir später irgendwas anderes hinbauen. Wir sollten vielleicht auch mal die Tür nicht immer alle zum Hauptkorridor machen, sondern von hier aus eine Verbindung zu dem, eine Verbindung zum anderen und so weiter. Das wäre, glaube ich, ein wenig sinniger. Als was wir jetzt haben. Ah. Das wäre echt cool. Wenn ich das jetzt gerade mal so überlege, dann hätten wir hier keine Tür, sondern hier eine Verbindung zu einem anderen Raum, von da aus zu dem Raum. Und so eine richtig lange Kette aus Räumen, wo es dann irgendwo nur hier unten einen Zugang gibt. Und alle feindlichen Agenten durch ein ganzes Todeslabyrinth laufen müssen. Yeah.
Ich überlege nochmal, ob ich jetzt neu anfange oder nicht. Nee, komm. Wir können... Ah, wir haben neun Butler. Also nein, das machen wir nicht, weil wir können ja jederzeit alle Räume abreißen. Es kostet zwar recht viel Geld und so, aber es ist machbar. Haben wir jetzt hier gesehen. Das müsste schon mal eine gute Neuerung sein. Wir haben jetzt hier unsere Giftgasfallen. Die Bediensteten sollen jetzt bitte nicht hier durchlaufen. Das heißt, wir bauen jetzt hier auch noch eine Tür. Standardtür. Da. Und das machen wir dann zu einer Dreiertür. Da dürften uns Leute nicht durchlaufen. Also haben sie auch keinen Grund, hier reinzulaufen. Ja, macht Sinn. Gut. Gut, 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 gut. Also wir kommen voran. Ich lerne das Spiel nach und nach so kennen, wie man es sollte. Und bin gespannt, was da jetzt noch so alles kommt. Also die Bombe war ja letztens ein richtiger Schocker zwischendurch, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Und du kannst mal umgebracht werden. Liquidation des Gefangenen erbeten. Bitte, bitte, bring mal den da rum. Mhm. Spinne werden aufgestellt. Was sagt die Weltkarte? Oh, die Weltkarte sagt, in dem reichen Land sind fast alle Agenten tot. In dem nicht so reichen Land ist nur ein Agent tot. Und in dem armen Land sind alle Agenten tot. Ja, so schnell geht das. Du mal weg. Du mal weg. Pause. Und drei Leute haben wir jetzt für den Hubschrauber. Die kommen mal kurzfristig dahin. Werden dann auch bald sterben, aber gibt alles Geld. So. Also ja, das Micromanagement mit den Agenten im Ausland habe ich noch nicht so gut drauf. Ich denke mal, da kann man noch mehr dran schrauben. Aber fürs Erste soll das reichen. Es könnte sein, dass wir da auch mehr Tische brauchen. Ich glaube, das mache ich mal. Du, Tisch, beweg dich mal dahin. Auftrag, das Objekt zu bewegen, bestätigt. Und wir bauen gleich noch einen Tisch, auch wenn der Tieresteuer ist, dahin. Und dann haben wir hoffentlich genug Leute an den Computern, damit die Agenten im Ausland nicht so häufig entdeckt werden. So. Das sieht doch mal richtig gut aus. Ja, mit der neuen Kaserne bin ich echt zufrieden. Jetzt haben wir auch einen Aufenthaltsraum, dass unsere Leute nicht so schnell umkippen. Das ist auch sehr gut. Und unsere Tiefkühlkammer hier. Die könnten wir auch mal kurz neu machen. Wir stellen dich mal... Wir können dich nicht nach draußen stellen. Das ist jetzt ärgerlich. Was zur Hölle ist das? Entfernen Sie einen Leichensack aus diesem Regal. Nein. Also baue ich jetzt eine neue Kühlkammer weiter unten, schiebe dann die ganzen Regale nach unten und springe auch diesen Raum. Weil der ist ja ein sehr verdächtiger Raum. Sobald da jemand reinkommt, schlagen die gleich Alarm und laufen weg. Sowas wollen wir nicht in der Nähe des Eingangs haben. Genau wie diese Verhörzellen, die müssen auch viel tiefer rein. Also wir hätten jetzt gerne einige Gefrierkammer. Gefrierkammer. Die kann hier so hin. Ich glaube, die Größe war richtig. Fünf Stück? Fünf Felder? Nee. Eins, zwei, drei Felder brauchen die. Das heißt, wir hätten dann hier eine und da eine fürs Erste. Und da einen Zugangspunkt und die Kamera müssen wir gleich verschieben. Dieser Raumentwurf kann nicht gebaut werden. Wegen der doofen Kamera da. Hm? Kamera brauchen wir da überhaupt gar nicht. Die kann mal... Wo kann die Kamera mal hinten? Ich würde gerne in die Richtung gucken lassen. Na gut, dann kommt die halt dahin. Das Objekt wird in Kürze versetzt. So, und wenn das versetzt wurde, können wir da die Gefrierkammer bauen. Und dahinter können wir dann noch irgendeinen kleinen Raum machen. Wie zum Beispiel... Ne, das Gefängnis braucht mehr Platz. Definitiv. Aber wir könnten hier einen Anfang von einem Gefängnis machen und den Rest des Gefängnisses hier lang laufen lassen. Ja, das ist doch gleich viel cooler. Also so muss wahrscheinlich auch eine böse Basis wirklich aussehen. Alles im hintersten Winkelchen versteckt und die Front der Basis möglichst unauffällig mit irgendwelchen Lehrräumen und kleiner Kantina und ja okay, ein Security-Raum braucht auch ein Hotel. Das ist schon in Ordnung. Aber keine Leichensäcke und keine Gefängniszellen.
So. Ich habe gar nicht auf gegnerische Agenten gedacht. Geachtet. Da kommt wieder einer. Erbärmlicher Smash-Ermittler. Die Tür da ist 1. Obwohl, auf 1 sollten wir gar keine Tür lassen wegen den Touristen. So, die Tür da ist 2. Die Tür ist auch 2. Der motiviert aber nichts, ihn hier hinzugehen. Na gut, wir machen die Tür zu einer 1. Die Touristen kommen dann höchstens in dieses kleine Feld hier rein und kommen von da aus nicht weiter, weil hier 2 Zweiertüren sind. Und die Ermittler sehen, da ist eine einfache Tür, da ist eine schwere Tür und versuchen dann da durchzugehen. Ja, von der Theorie her macht es Sinn. Gucken wir mal, wie groß der Unterschied zwischen Theorie und Praxis da ist. Und komischerweise hat er die Fallen nicht ausgelöst. Jetzt sagt mir nicht, dass man doch die Druckplatten braucht. Na gut, das soll jetzt aber erstmal reichen. Wir speichern kurz ab. Das ist mir schon eine ganze Ecke her. Wir hätten gerne nach Folge 14. Und wir sehen uns gleich wieder.